Hallo und herzlich willkommen im Wald. Habe ja letzte Woche Feuerchen gemacht und bin gefragt worden, ob ich nicht doch drauf noch was kochen soll auf dem Feuer, und das mache ich jetzt. Also Feuer haben wir schon mal, das habe ich jetzt mal vorweggenommen quasi. Und ja, dachte ich, zeige euch jetzt einfach mal ein paar Methoden, die ich dann gerne anwende, um über dem Feuer irgendwas zu kochen. Jo. Also nehmt doch bitte zunächst mal zur Kenntnis meine Titantasse. Normalerweise hatte ich ja bloß so einen ollen Bügel hier hinten. Der ist ganz praktisch zum Tasse halten, aber zum auf dem Feuer verwenden halt dann doch eher unpraktisch. Man kann da zwar versuchen, irgendwie Stöckchen durchzustecken und das dann so zu fixieren und so weiter, aber da unser eins ja standardmäßig immer ein wenig Draht in seinem Survival-Equipment drin hat, kann man sich hier auch einfach ein Stück Draht drumherum binden, möglichst eng, und dann nochmal ein anderes Stück Draht oben dran binden und kann die Länge der ganzen Konstruktion quasi über diese Schlaufe variieren. Die kann man weiter unten nochmal zudrehen, dann hängt es weiter oben, die kann man aufmachen, dann hängt es ein bisschen weiter unten. Ja, je nachdem, wie man das halt individuell haben möchte. Und das ist meiner Meinung nach so, dass, wenn man Lust und Zeit hat und den Aufwand nicht scheut, beste Setup für Kochgeschirr zum Kochen vorbereiten. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich Lust, jetzt hier irgendwelche 7000 Gänge Menüs zuzubereiten, aber es gibt halt erstmal einen Tee. Und das am tollsten brennende Feuer aller Zeiten ist das natürlich auch nicht, aber das muss es ja auch gar nicht sein. So. Und jetzt die einfachste Version des Topfüberfeuerkriegens ist, ja, ich nenne es die Variante Grillwurst. Ich muss hier gerade noch schnell meinen Stock ein bisschen sauber machen, damit mir nicht so viel Dreck ins Wasser fällt. Tada! Womit auch jedem klar sein sollte, warum das Variante Grillwurst heißt, ne? Wie bei Grillwurst. Also wenn man bloß einen Topf heißes Wasser haben möchte, dann funktioniert das tatsächlich. Hat den Vorteil, geht von der Vorbereitung her, also angenommen hat sein Draht schon an den Topf geschraubt, ziemlich schnell. Hat den Nachteil, man hat eine Hand verbraucht, beziehungsweise muss man schnell das Ding halt eben wegstellen, wenn man irgendwelche anderen größeren Unterfangen mit dem Feuer vorhat, so wie Holz nachlegen und solche Späße. Und hat den Nachteil, und das sage ich euch gleich, sobald ihr irgendeinen Topf, ganz egal aus welchem Material der ist, oder eine Tasse oder was auch immer, über die offenen Flammen haltet, rußt euch das Ding zu ohne Ende. Man kann nämlich theoretisch sein Kochgeschirr auch wirklich direkt in die Glut stellen. Das hat den Vorteil, dass einem das überhaupt nicht zuhust. Also der Topf bleibt wirklich richtig, richtig schön sauber. Und wer schon mal versucht hat, einen völlig verrußten Topf sauber zu bekommen, der weiß, dass das durchaus ein Vorteil sein kann. Und natürlich hocke ich im Rauch. Wie immer. Ja. Gut, das habe ich euch jetzt gezeigt. Das machen wir jetzt natürlich nicht weiter. So, Variante 2. Der eine oder andere wird sich denken, was gleich kommt. Blub. Na. Tada. Also mein persönlicher Favorit. Also erstens mal sieht das einfach cool aus. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ne? Zweitens mal hat die Hände frei. Drittens, man kann in Ruhe da ruhig noch ein bisschen Holz nachlegen. Und man kann eben auch die Höhe variieren, indem man dann am Draht irgendwie rumspielt. Und wenn ich sage Holz nachlegen, dann meine ich kleine Mengen, sonst wird mir das Feuer nämlich wieder zu hoch und dann ist das hier ein bisschen arg schnell heiß. Also das ist so die Methode, wenn ich richtig Lust habe, ein bisschen was zu kochen, dann baue ich mir so ein Gestell. Öfters auch mal ein bisschen größer und eindrucksvoller als die Variante, die jetzt hier ist. Wobei, das tut's ja völlig. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man mit seinem Feuerchen nicht allzu nah an die Stöcke drankommt. Dass einem das Ganze nicht durchbricht. Also ein gewisses Gewicht soll es halt dann doch auch halten. So ein Topf voll Wasser ist ja auch ein bisschen ein Gewicht. Wenn jetzt auch nicht unglaublich schwer. Übrigens vielleicht noch so als kleine Ergänzung zum Feuer machen. Wenn einem das Ganze dann mal wirklich nicht gescheit brennt, sollte man sich nebendran immer ein Häufchen von Kleinzeug
deponieren, damit man zwischendrin mal eine Flamme erzeugen kann, so wie jetzt gerade, auch wenn die jetzt wirklich nicht beeindruckend ist. Ich arbeite beim Kochen gern größtenteils mit der Hitze der Glut, dass ich dann also, wenn ich am eigentlichen Kochen bin, nur noch wenig Holz nachlege und vorher halt gucke, dass mein Feuer einmal ordentlich gebrannt hat und dann auch ordentlich Glut da ist. Nachteil dieser Methode ist halt, wie ihr gerade sehen könnt, Rauchentwicklung. Man sollte sich also, wie gesagt, nicht, weil es illegal man irgendwas vertuschen möchte oder so, aber einfach um niemanden zu stressen und zu stören, sollte man sich ein Plätzchen gesucht haben, wo der Rauch niemanden stört. Jawohl, ja. Und mit der Methode kriegt man halt auch sein Wasser unter Umständen sehr schnell heiß. Wenn man nämlich so eine Flammenbildung hat wie jetzt natürlich, dann ist da schon eine gewisse Hitze dahinter. Hat den Nachteil, wenn man was anderes kochen möchte als Wasser, ist das unter Umständen schon wieder zu heiß und man kann da jetzt auch nicht wirklich gescheit umrühren. Also wenn ich jetzt da irgendwas umrühren wollte, hätte ich Schwierigkeiten. Da müsste man dann halt wieder mit weniger Feuer arbeiten und gucken, dass das Ganze alles schön klein bleibt. Aber ich glaube, jetzt mache ich doch mal einen Schnitt, oder? Was ich euch ja auch noch nicht beim Feuermachdingens erzählt hatte, war, wenn man dann entsprechend lange Stöcke draufgelegt hat und die entsprechenden Enden sind abgebrannt, dann sollte man die natürlich auch nochmal irgendwann in die Mitte schmeißen, dann kann man den Rest vom Holz selbstverständlich auch noch verwenden. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man wirklich richtig dicke Sachen draufgeworfen hat, die muss man auch nicht vorher unbedingt zersägen und so weiter, sondern man kann es ja eben in der Mitte auch durchbrennen mittels Feuer. Im Übrigen ist mein Wasserchen jetzt heiß und das werde ich mir mal runternehmen. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, sonst liegt es sonst wo. Und dann ist nämlich das Feuer nicht aus, aber ich habe übrigens meistens zu wenig Holzvorräte da liegen. Deshalb sage ich auch jedem, den ich sage, besorgt euch genug Holzvorräte, dann habt ihr das Problem nämlich nicht. Krümeltee. Krümeltee. Gut, bisschen viel Krümeltee für die kleine Tasse, aber das macht ja nichts. Man nehme mal einen großartigen Rührstock bitte zur Kenntnis. Ich vergesse ja generell immer meinen Löffel. Ich bin, glaube ich, Weltmeister im Löffel vergessen. So, Tee stellen wir mal zur Seite. Jetzt müssen wir erstmal wieder Feuer machen. Das ist auch was, was einem standardmäßig relativ häufig passiert beim Kochen, dass einem unterwegs das Feuer ausgeht. Insbesondere dann, wenn man halt eben nicht ein Riesenlagerfeuer gemacht hat, sondern nur so ein kleines zum Kochen eben. Aber üblicherweise reicht ein bisschen Pusten, auch von weiter weg, wenn man zu faul ist, sich richtig hinzubeugen. Und dann brennt es wieder. Übrigens auch generell wichtig, wenn man so im Feuer hockt und hantiert, mit den diversen Stöckern und Hölzern und so weiter und so fort, die man hier vermutlich im Einsatz hat. Es kann nie schaden, immer schön darauf zu achten, dass man... Ich glaube, so ist besser. Immer schön darauf zu achten, dass man nicht seine funktionalen Stöcke aus Versehen als Brennholz verwendet. Also sprich hier zum Beispiel mein Umrührstock oder die beiden Gabeldinger jetzt hier für den Topfständer und sowas. Das ist alles kein Brennholz. Ihr glaubt nicht, wie oft ich sowas schon verbrannt habe. Und das passiert, wenn man feuchtes Holz draufschmeißt.
dann raucht's natürlich. Weil man wieder zu faul ist, sich vernünftiges Brennholz vorher besorgt zu haben. Genug! Ja. Wenn man dann mit seiner heißen Tasse hantiert, ist es grundsätzlich generell keine blöde Idee, irgendeinen Handschuh dabei zu haben. Mhm. Da war jetzt noch irgendein Dreck drin, aber das macht ja nichts. Zum Wohl. So, jetzt machen wir uns noch was Richtiges zu mampfen, nämlich im etwas größeren Topf. Und da brauchen wir auch, da ist eine Ameise drin. Sollte man ja meinen, dass ich sowas mitesse. Mache ich aber nicht. aus Tierschutz natürlich. Nur aus Tierschutz, nicht weil einmal Ameisen mir nicht schmecken. Finde ich natürlich super lecker. Es gibt noch ein Süppchen hinterher. Nichts besonders Aufregendes, aber immerhin. So ist ein Linsensüppchen. Ja, alles fix und fertig. Große Gerichte kochen ist mehr so der Job vom anderen Benjamin. So, und die Variante, bei der einem jetzt der Topf nicht eindreckt, besteht darin, dass man das quasi direkt draufstellen würde. Aber, Problem, dann geht einem natürlich auch wieder sein Feuer aus. Deswegen ist es dann hoch sinnvoll, wenn man quasi mit irgendeinem Stock zum im Feuer rumscharren das Feuer in die eine Ecke scharrt und guckt, dass es da auch einigermaßen weiter brennt und in der anderen Ecke bloß ein bisschen Glut übrig lässt. Ja, die gut heiß ist. Und sich dann da entsprechend seinen Topf direkt reinstellt. Und nebendran sollte man je nach Möglichkeit das Feuer einigermaßen am Laufen erhalten. Aber dafür brauche ich jetzt noch ein bisschen Kleinholz. Upp. Insgesamt ist das ein ziemlich langsamer Kochvorgang und ist auch eigentlich nur für Gerichte geeignet, die auch nicht lange kochen müssen. Die man quasi nur mal heiß macht. Die dann auch schnell kochen nach Möglichkeit. Und der große Haken bei dieser Variante ist halt, sobald man jetzt pustet, um das Ganze schön anzufachen, kriegt man den ganzen Kladderadatsch in den Topf. Es empfiehlt sich also, Topf erst wegnehmen. Alternative zum Pusten ist übrigens auch immer Wedeln. Und schon habe ich wieder Glut im Topf. Na toll. Das hat schon gereicht. Wer keinen Hut hat, kann auch irgendwas anderes nehmen. Besser wäre jetzt natürlich mehr Glut, aber mehr Glut habe ich halt nicht. Selbstverständlich heizt das auch irgendwann dadurch auf, dass nebendran es ja noch brennt. Das dauert dann halt noch mal ein wenig länger und führt dazu, dass man auch hin und wieder mal umrühren muss, weil sonst, gerade bei Titangeschirr, und das ist ein Titantopf, führt das sonst dazu, dass nur die eine Seite vom Topf heiß wird, weil Titan leitet die Wärme relativ schlecht. Das ist im Prinzip immer nur da heiß, wo wirklich direkt die Flamme drankommt. Deshalb kann ich den Topf hier drüben auch problemlos anfassen. Da passiert überhaupt nichts. Das ist nicht mal nennenswert warm. Ein bisschen weiter unten, ja doch. Da spürt man dann schon ein bisschen was. Wobei hier halt echt auch nicht mehr viel Glut da ist. Da braucht man halt schon ordentlich Glut, wenn man es direkt in die Glut stellen möchte. Je mehr man da hat, desto besser. Im Idealfall hat man davor schon 2-3 Stunden Feuer gemacht. Und zwar ein richtig großes, wo dann halt auch entsprechend mehr Glut entsteht. Aber generell, das funktioniert auch so. Ich wollte euch nur mal das Prinzip erklären, mit dem quasi Feuer nebendran weiterlaufen lassen, Glut nach nebenan. Und jetzt dampft es auch schon ein wenig. Aber Moment.
So. Ich bin ja jetzt nicht gänzlich unflexibel, was den Kamerawinkel angeht. Seht ihr, so ein ganz kleines bisschen. Da an der Seite hatte schon ein wenig geblubbert. Und der Hauch von Dampfentwicklung ist auch schon zu sehen. Was man übrigens niemals tun sollte, wären irgendwelche Sachen aufs Feuer schmeißen, immer legen, nie werfen. Wenn ich hier schon gerade irgendwelche random Weisheiten von mir gebe, kann ich das ja noch dazu sagen. Da ich es halt eben nicht geschafft habe, rein mit der Glut zu arbeiten, wird mir jetzt der Topf natürlich schon verrußen. Halt nur an der Seite da, aber ändert nichts am Ergebnis. Da ich meine Suppe ganz gut durchgekocht mag, sind wir natürlich noch lange nicht fertig. Und auch ein Vorteil von Titan, der Griff wird halt eben auch nur wirklich minimal warm. Wenn überhaupt, auch wenn man es direkt aufs Feuer stellt. Griffe von solchen Töpfen sind fast immer ganz gut anfassbar. Theoretisch sollte man natürlich praktisch auch besagten Handschuh, den ich zu diesem Zweck extra dabei habe, verwenden. So, jetzt gibt es noch die Version, dass man sein Feuerchen quasi so zwischen zwei Balken macht. Jetzt ist natürlich ein bisschen hoch dafür und jetzt hier quasi das eigentlich auf den Balken abstellt, aber ich habe für sowas einfach einen zu kleinen Topf und kein groß genuges Feuer. Wenn ihr einen großen Topf hättet und größere Holzstücke, dann könntet ihr das auch machen und halt in der Mitte dann mit einem kleinen Feuer arbeiten und zwei richtig große Balken dazwischen legen. Habe ich jetzt halt alles nicht und meine Vorbereitung ist mal wieder mau. Aber Prinzip ist, glaube ich, kapiert und ich rauche gerade ein. Daran konnte man jetzt gut sehen, dass es keinen Sinn macht, das einfach so direkt aufs Feuer draufzustellen, weil dann geht das nämlich aus und davon hat man ja nichts. Und dann darf man wieder Kleinholz nachlegen. Ja, ich fürchte, da werde ich ein wenig nachhelfen müssen. Topf immer weit wegstellen, wenn man ihn schon wegstellt. Generell gilt bei Essen, dass man an Feuer zubereitet, nur weil es mal ein kleines bisschen gedampft und geblubbert hat und auch hier und da mal ein brutzelndes Geräusch zu hören ist, ist es noch lange nicht fertig. Also wenn ihr das jetzt probieren würdet, dann wäre es ja, schon warm, aber von heiß kann nicht die Rede sein. Das geht also echt alles ein bisschen länger, als man sich das teilweise denkt. Gilt generell bei allem, was man da so zubereitet. Insbesondere, wenn man eben mit kleinem Feuer arbeitet. Aber ich bin trotzdem ein Freund von kleinem Feuer. Ich will nicht erst ein riesiges Lagerfeuer machen, nur um mir dann einen Topf Suppe heiß zu machen. Hobokocher ist natürlich selbstverständlich auch eine Alternative. Gibt auch noch die Variante halb aufs Feuer draufstellen. Mit der anderen Hälfte halt auf irgendwas anderes, was halbwegs stabil aussieht. Das würde ich aber nur mal in Ausnahmefällen, wenn es einem dann wirklich zu lange geht und man die Geduld verliert, empfehlen wollen. Weil, wenn jetzt das Feuer irgendwie ein Stückchen runterbrennt und irgendwas da drin durchbricht, dann fällt einem halt der Topf um. Und das ist dann doof. Also generell am besten ist meiner Meinung nach wirklich die Variante mit dem Gestell aus den zwei Stöcken und dem Querbalken und mit dem Draht am Topf und von oben aufhängen. Das ist ideal. Das hat ja jetzt auch beim Wasserkochen wunderbar funktioniert. Wenn man jetzt halt diese Variante nimmt, dann muss man sich halt darauf einstellen, dass man dann ein Weilchen warten darf. Wow, seht ihr? Seht ihr das Gemaul? Oh, das habe ich gemeint. Uhuhu. Probier mal, wie heiß das jetzt schon ist. Ja. Generell gut essbar. Darf aber noch ein kleines bisschen.
in der Zwischenzeit eigentlich mal meinen Tee trinken, bevor der kalt wird. Ja, also ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig für euch. Jetzt fällt mir eigentlich nicht mehr großartig viel ein, was ich da sagen kann. Wie gesagt, es gibt jetzt noch so diverse Varianten, wo man jetzt hier noch irgendwie einen Stock dazwischen durchsteckt und so weiter. Man kann auch verschiedene Stöckchen ins Feuer reinstecken und mit denen dann quasi, also grünes Holz, frisches Holz vom lebenden Baum. Und damit dann so eine Art Podest bauen. Hat den Nachteil, dass man dafür halt lebende Pflanzen klein knüppeln muss. Wem das nichts ausmacht, der kann das natürlich auch tun. Ich nehme immer gern das, was rumliegt. Das ist mir einfach auch aus philosophischen Gründen die liebste Variante. Wie gesagt, es ist einfacher, wenn man sich ein riesengroßes Feuer macht, dann braucht man einfach nur noch irgendwas in die Glut reinstellen und Problem ist gelöst. Wenn die Glut dann irgendwie Stunde heiß ist oder was, ist das gar kein Problem. Und sonst generell ist halt meiner Meinung nach die idealste Methode, irgendwie an irgendwas dranhängen, was auch wirklich stabil steht, übers Feuer und gut ist. Ja, ist jetzt recht unspektakulär, aber ja, habt ihr wieder Lebenszeit verschwendet. Macht's gut. Mit Löffel einfach ab.